Ich begrüße euch ganz herzlich hier im TSW2 von der Baureihe 146. Wir fahren heute in einem Szenario vom lieben Tom Fresco und gucken uns jetzt erstmal hier ein bisschen um, was wir hier so rumstehen haben. Sehr schön. Dann haben wir hier einen Intercity mit dieser wunderschönen 50 Jahre Intercity-Lackierung. Ganz, ganz herrlich gemacht. Hier mit den IC79 Wagen. Hier vorne ein Regio-Swinger in Doppeltraktion, Talent 2. Ja, und da vorne stehen wir. Ich weiß nicht, ob sich der Regen noch eventuell gleich in Schnee verwandelt. Eigentlich hätte es schneien sollen. Das ist zumindest das, was ich eingestellt habe als Wetter. Aber eventuell ist das in Anführungszeichen nur eine Regenfahrt. Wir machen mal die Türen auf. So, also das Szenario ist vom lieben Tom Fresco. Federspeicherbremse ist gelöst, das passt soweit alles. Der Link zu dem Szenario ist in der Videobeschreibung, gibt es im Creators Club, lässt sich also, ne? Türen entriegeln. Warum lassen sich nicht die Türen öffnen? Okay. Ach so, Moment. Ja, ich mache sie auch auf der falschen Seite auf. So. Scheibenwischer an. Genau, also eigentlich ist hier tatsächlich Regen, Schnee eingestellt gewesen, aber aus irgendeinem Grund hat der TSW gesagt, ja, lassen wir es lieber regnen. Spitzensignale lassen wir so. Signal- und Instrumentenbeleuchtung ist an. Vorstandsbeleuchtung können wir es gleich vielleicht noch anmachen. So, das ist an. Sehr schön. Funktioniert. Lüfter auf automatisch. Okay. Luftkompressor auf an. Okay. Türen links zu. Okay, und wir haben Ausfahrt mit Halt zu erwarten. Daher lösen wir die Bremsen. Und schalten Leistung auf. Wir sind übrigens auf der Strecke Dresden-Chemnitz unterwegs. Das habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt. Habe ich schon erwähnt, dass es das Repaint auch im Creators Club zum Runterladen gibt? Falls nein, sei das hier erwähnt. Und der Hinweis darauf, dass es auch auf der Konsole entsprechend auch zum Runterladen gibt. Soundmod vom Justus ist natürlich mit drauf. Das ist auch ganz klar. So, aufpassen, dass wir jetzt nicht schneller auf als 45 fahren. Es geht jetzt auch bergab, so ein kleines bisschen, daher E-Bremse reingenommen. Moment, wir haben da ein halt zeigendes Signal. Okay, komisch. Hoch. Aber was heißt denn bitte ein rotes Signal, das blinkt? Und warum sagt mir das HAT, dass es das Signal grün ist? Ich würde sagen, wir halten einmal ganz kurz an und machen erstmal einen Screenshot, würde ich mal behaupten.
Genau, diesen Zug könnten Sie fahren, das Repaint. Ist tatsächlich eins, das es mal wirklich so gab. Oh, das gefällt mir ganz gut. Moment. Hier mit der Ukraine-Lackierung gibt es übrigens auch im Creators Club zum Runterladen. Dann würde ich mal sagen, greifen wir mal zum Telefon und rufen mal den Fahrdienstleiter an. Wo ging das noch gleich? Hier nicht. Gab es auch irgendwo so ein Telefon oder nicht? Hier unten. Fortfahren gemäß Signalbilder. Ja, das heißt dann, das ist ja dann, glaube ich, ein Ersatzsignal, oder? Also sprich, dass wir das mit Befehl 40 überfahren dürfen, würde ich jetzt mal behaupten. So, wir schalten schon mal direkt Leistung auf, während die Bremse sich schon löst, damit wir nicht nach hinten rollen. Ich würde sagen, ein bisschen Sand können wir auch noch mit dazugeben. Denn es regnet immerhin. Und dann werden wir das jetzt mit Befehl 40 überfahren, das Signal. Also ja, mit diesem Taster hier. Da, Befehl 40 leuchtet auf. Wir haben es ganz kurz da gesehen im Display. Das hat also funktioniert. Ach, wisst ihr was? Ich mache die SIFA, glaube ich, aus. Die SIFA. Die kann mir gestohlen bleiben. Ja, die auch jetzt nicht wirklich so zum Zuschauen oder sowas. Macht es jetzt auch nicht so einen großen Unterschied, ehrlicherweise. Also, wir sind übrigens unterwegs auf dem RE3. Und zwar in einem fiktiven Szenario in dem Sinne, dass wir halt in fiktiver Weise den RE3 jetzt ersetzen, nämlich mit einer 146. So, dann würde ich sagen, befreien wir uns. Können wir noch nicht. Komisch, also laut HUD sind wir befreit, aber laut dem MFD nicht. So, jetzt aber. Jetzt dürfen wir 70 fahren. Und zwar halten wir jetzt in Freital Deuben, Gleis 2. Ich gehe mal hier auf die Fahrmotoransicht, die finde ich mal ein bisschen angenehmer. So, 70 sind erreicht, Leistung wieder runter. Du hast ein PBZ entgegengekommen und ich habe den einfach verpasst. Good job. Leistung runter. Würde ich sagen, können wir uns an der Stelle mal die AFB anmachen. Also einmal den AFB-Hebel, na, komplett nach vorne gelegt und dann hier die AFB an. Und dann können wir auch direkt die AFB 80 sind jetzt angekündigt gewesen, ne? Beziehungsweise zugelassen. Die 80 stellen. Hallo. Und Leistung hoch. Einmal hornen vor dem Bahnübergang.
Und ab hier sind sogar 100 freigegeben. Können wir es auch schon direkt in der AFB einstellen. Bis dahin ist nämlich unser Zug schon an der Tafel vorbei. Ach, sieht das herrlich aus hier. Oder? Dann stellen wir uns mal hier vorne hin. So, das T steht für Tarant, denke ich mal. Ich weiß es nicht, aber ich glaube. So, noch 2,7 Kilometer, dann müssen wir anhalten. Wir haben insgesamt, glaube ich, 10 Stops auf unserer Linie. So, hier fahren wir dran vorbei. Einmal hornen, um die Leute zu warnen. Weg da. Danke. So, 2 Kilometer noch, also Leistung runter. Und dann würde ich sagen, die E-Bremse mal einzeln nur genutzt. Das lässt sich übrigens mit Punkt und Komma steuern. Ich glaube, hier sind dann noch 110 freigegeben. Stelle ich mir mal in der AFB ein. Huch, 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 was war das denn jetzt gerade? Also entweder haben gerade die Anzeigen extrem gespinnt oder das war jetzt in irgendeiner Form was an. Jetzt wackelt die Lok so. Merkt ihr das? Hallo, liebe Lok. Können wir wieder auslesen hier? Sie wackelt immer noch extrem. Warum wackelt sie denn so? Ist doch alles gut. Beruhig dich. Ja, okay, jetzt geht's wieder. Ah, noch halbwegs. Na, jetzt geht's wieder. Jetzt hat es sich wieder beruhigt. Keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Also irgendwas war da antriebstechnisch ziemlich unvorteilhaft. Aha, interessant, eine 146 mit einem Güterzug da links. Habe ich jetzt bisher auch nicht im TSW gesehen. Die Kombination. Wie hat Tom das jetzt wieder gemacht? 146 und Güterzug. Wahnsinn. Links auf. Es geht nach Chemnitz. Wir sind auf dem RE3 unterwegs und stehen gerade in Freital-Deuben. So, dann würde ich sagen,
einmal die Türen wieder zu. Ah, die 182. Mal schauen, ob wir die noch mal heute ein drittes Mal sehen werden, die 182. Die 101 übrigens mit dem 50 Jahre Intercity Design, die werden wir uns auch definitiv in einer Folge recht bald auch mal angucken. Denn also das Reprint ist unglaublich gut. Das Problem ist eben, man kann bei TSW nicht ohne weiteres in diesem Sinne Fototexturen einfügen. Sondern man hat eben nur die. Oh, ich dachte ganz kurz, wir müssen hier halten. Sondern man hat halt eben im TSW nur die Möglichkeit, mit dem Livery Editor da die entsprechenden Formen einzufügen. Und bei diesem. Bei der echten Lackierung dieser 101 sind es halt eben Fotos, die da glaube ich eingefügt sind, mehr oder weniger. Oder halt richtig hochwertig produzierte Grafiken von Lokomotiven. Und da hat es tatsächlich jemand geschafft, im Grunde genommen das mit den Formen so zu reproduzieren, dass das wirklich gut aussieht. Ey, das ist der Wahnsinn. Da muss so viel Arbeit drinstecken in diesem Repaint. Das muss der absolute Wahnsinn gewesen sein. So, wir hatten die Ankündigung auf 60, aber halten müssen wir hier noch nicht. So, 60 sind fast erreicht, also Bremse auslösen. Hier nochmal der Vorsignalwiederholer. So, AFB auf 60 eingestellt. Und wieder Leistung hoch. Hier nochmal Vorsignalwiederholer und Ankündigung auf 90. Wird auch bestätigt. Und hier rechts haben wir schon wieder die 182. Und tschüss, Kollege. Okay, dann halten wir jetzt gleich in 800 Metern in Tarant. Der Bahnhof, der maßgeblich für die Benennung dieser Strecke verantwortlich gezeichnet werden kann. Hinter der Kurve liegt er schon. Wir fahren schön gemächlich ein. Fahrplan haben wir natürlich nicht. Und reinbremsen.
so schön. Also, und das hatte Tom letztens irgendwo mal reingeschrieben in einem Forum. Es hat ein bisschen was von der Schwarzwaldbahn, ne? Geht schon in die Richtung. So, wildes Kameragefuchtel. In der Hoffnung, irgendwie ein Thumbnail zu finden. So, Türen zu. So, Bremsen lösen. Und ich höre schon wieder den Güterzug, oder? Da ist er. Human Rights and Solidarity are universal. In der Tat. So, wir dürfen wieder hoch auf Streckengeschwindigkeit, nämlich 90, und halten in Klingenberg-Kolmnitz als nächstes. Oh, gar nicht. Hier sind 60 freigegeben. Danke, TSW. Ab hier sind es dann 80. Natürlich erst, wenn der ganze Zug dran vorbei ist. Während gerade an uns eine Doppeltraktion 612er vorbeigefahren ist. Den Diesel Rauch in die Luft pustend. Da gibt es ja, glaube ich, echt so einige, ne? 612er, diejenigen, die den Zug jetzt in der Realität super, super toll finden, den total feiern, und diejenigen, und das ist aber, glaube ich, die große Mehrheit, die diesen Zug tatsächlich eher verabscheuen, weil einem tatsächlich wohl sehr schlecht wird und es wohl keine einzige Fahrt gibt, in dem nicht mindestens ein Fahrgast im 612er mal sich gewünscht hätte, eine Kotztüte eingepackt zu haben. Ich persönlich saß noch nie in einem 612er. Ich glaube auch, dass das nicht mehr passieren wird. Wobei die fahren in Baden-Württemberg, ne? Und die fahren noch, glaube ich, immer. Fahren die noch in Ostdeutschland? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall in Baden-Württemberg. Ja, wer weiß, vielleicht kommt es ja mal irgendwann dazu. So, das bestätigen wir. Und ja, lassen im Grunde genommen ausrollen bei 2,5% Steigung. Brauchen wir gar nicht das anfangen zu bremsen. Das macht die Schwerkraft für uns. Stellen die AFB jetzt nach und schalten Leistung auf, damit wir nicht zu langsam werden. Also wie gesagt, ich glaube nicht wirklich, dass ich nochmal in einem 612er drin sitzen werde. Aber ich weiß nicht, vielleicht war ja irgendjemand von euch schon mal in einem 612er und kann da ein wenig darüber berichten, wie es da drin so ist. Falls ihr darüber berichten könnt, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal einen Satz oder zwei in die Kommentare dazu schreibt. 612er, was haltet ihr davon? Und wie viele Kotztüten sollte man mitnehmen, wenn man damit fährt? Ich frage für einen Freund.
hier dann 70. Während wir hier vorbeirauschen am nächsten Halterpunkt, nämlich an Edle Krone. Also, das sieht sehr idyllisch aus hier, oder? Also insgesamt finde ich die Stimmung hier sehr angenehm in diesem Szenario. Hier mit der 146, die hier mit dem Soundmod so wunderschön vor sich her brummt und summt. Diese wirklich malerisch schöne Strecke, auf der wir unterwegs sind, hier im Tarranter Wald. Der Regen, die Sonnenstrahlen, die durchkommen. Und unsere wirklich wunderschöne 146, in der wir unterwegs sind. Finde ich, macht insgesamt ein sehr, sehr angenehmes Szenario, eben aufgrund einer sehr angenehmen Atmosphäre aus. Kann ich absolut jedem empfehlen, der die 146 von Dresden-Riesa auch besitzt, der Dresden-Chemnitz als Strecke besitzt. Hamburg-Lübeck wird ebenfalls vorausgesetzt. Hauptstrecke Rhein-Ruhr und das Baureihe 101 DLC ebenso. Und ich glaube, das war's. Und natürlich die, ich glaube, 4 Repaints haben wir bisher gesehen. Die sind aber natürlich nur zusätzlich, die muss man nicht besitzen, um das Szenario zu spielen. Das funktioniert doch komplett ohne Repaints. Aber das macht natürlich meiner Meinung nach schon einen riesigen Unterschied in der kompletten Wahrnehmung des Ganzen, wenn da einfach ein bisschen mehr Variabilität mit dabei ist. So, hier rechts Forstwirtschaft, auch sehr schön gemacht. So, 3,8 Kilometer bis Klingenberg und wir dürfen jetzt gleich schon 90 fahren, beziehungsweise 80, so. Ja, was Interessantes, so eine Entwicklung am TSW, gibt es natürlich dahingehend, dass wir jetzt den ersten Stream hinter uns haben, mit den Dampfloks. Ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von dem, was ich da gesehen habe. Die Sounds wirklich sehr, sehr gut gelungen. Die Loks sehen wunderschön aus. Die Strecke insgesamt vermittelt wirklich den Flair der 1950er, 60er Jahre. Das einzige Manko ist natürlich für mich die Tatsache, dass es eben keine deutsche Strecke ist, sondern eine britische und mich die britische Eisenbahn vergleichsweise wenig interessiert. Aber da es halt das erste Mal jetzt Dampfloks sind im TSW, würde ich sagen, kann man sich das mal zusammen angucken. Habt ihr euch den Stream angeguckt? Freut ihr euch auf die Dampfloks, auf die britischen? Freut euch auf deutsche Dampfloks, die ja übrigens noch gar nicht bestätigt sind, dass sie kommen werden? Und wenn ja, welche Dampflok würdet ihr denn gerne haben? Also welche deutsche Dampflok? So eine 01 fände ich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen.
Aber ihr könnt mir sehr gerne eure Kommentare in die Kommentarspalte mal reinpacken. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr euch so an Dampfloks wünschen würdet oder es euch halt eben wünscht. So noch ein bisschen mehr als einen Kilometer, dann halten wir in Klingenberg. Daher können wir gleich auch schon die Leistung rausnehmen. Ungefähr so jetzt, würde ich sagen. Jetzt lassen wir rollen, die Schwerkraft bremst uns schon langsam runter. Nehmen wir noch ein bisschen Leistung mit dazu, wir wollen ja jetzt nicht zu sehr trödeln. Signal ist grün. Ab hier dürfen dann 90 gefahren werden. Und der Bahnhof ist nicht mehr weit weg oder der Haltepunkt, je nachdem. Da vorne ist er auch schon. Hier in Klingenberg-Kolmnitz, in einem sehr, sehr schönen Bahnhofsgebäude, wie ich finde. Wir bremsen rein. Bisschen stärker, damit wir auch noch rechtzeitig zum Halten kommen. Ein bisschen Graffiti, Leber, Zitrone. Nick Hawk. Ah, Nick Hawk. Den kenne ich. Das ist natürlich derjenige, der die ganzen Mods hier erstellt hat, die Mods, die die Strecken verbessern. So, freigegeben sind 120. Dann einmal richtig schön Leistung hoch. Wir wollen nicht trödeln. Also hoch auf die 120. Während wir den Gegenzug grüßen. Und zwar mit dem Horn. Der Talent 2 hier. So, am Bahnübergang vorbei. Ungesichert. Da hätten wir auf jeden Fall mal horn müssen. Auf die Brücke.
So, noch 10 Kilometer bis Freital-Heinsberg. Bis Freiberg. In Freiberg, wo wir für heute erstmal unsere Fahrt auch beenden werden. Den Teil 2 gibt es dann irgendwann anders mal. Wir fahren heute nur bis Freiberg. Und zu irgendeinem anderen Zeitpunkt werden wir das hier noch zu Ende fahren. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das Video direkt danach kommt. Mal gucken, das überlege ich mir dann noch. Oder irgendwann anders zum späteren Zeitpunkt, aber auf jeden Fall der zweite Part mit von Freital nach Chemnitz mit der 146 folgt natürlich auch. Erstmal folgt eine Zugbeeinflussung, gefolgt von einer Abbremsung, die nicht in einer Zwangsbremsung endet, hoffentlich. So, was waren angekündigt? 90, ne? Ja. Dann können wir es auch direkt eigentlich befreien. Ja. Das war eine 185 von MRCI. Oder das ist immer noch eine. Auch rechts hier die Ausgestaltung mit dem Zaun finde ich wirklich schön. Das sieht halt nicht so steril aus wie irgendwie so ein perfekter Zaun, sondern einer, wo man sich denkt, ja, okay, die einzelnen Holzpfähler wurden hier einzeln reingedrückt in die Erde. Das sind so die Kleinigkeiten. Die machen dann immer wieder eigentlich den Unterschied. So, es sind noch 5 Kilometer, bis wir in Freiberg sind. Das dürfte eigentlich relativ flott gehen für unseren Zug hier bei der Geschwindigkeit. Dauert das nicht allzu lange, aber wir haben eine weitere Zugbeeinflussung bekommen. Also runter auf die 70. Ein Intercity. Immer verpasse ich hier die schönen Züge, ne? So. Dann sind wir auch nicht mehr allzu weit von Freital, von Freiberg. Ich sage immer Freital. Warum sage ich Freital?
einmal hier auf dem Viadukt. Was auch recht typisch aussieht für die Gegend hier. So, ab hier gelten 90. Natürlich erst, wenn unser ganzer Zug dann vorbei ist. Daher, ups, das wollte ich nicht. Falsche Taste war das. So, AFB auf 90 gestellt. Und Leistung hoch, 2 Kilometer noch, dann sind wir da. Während hier eine 612 war, Doppeltraktion an uns vorbeidieselt. So, ab hier sogar 100. Die werden wir nicht mehr großartig, glaube ich, ausfahren. Nee, lohnt sich nicht wirklich. So, Signal ist weiterhin grün. Und am Ende dieser Steigung ist dann Freiberg. Da vorne ist Freiberg. Ja, Freiberg. Ich wollte jetzt schon wieder sagen. Oder heißt es Freital? Wer weiß. Wer weiß schon, wie es wirklich heißt. Hallo, liebe 185. Hier vorne haben wir noch 143 und Dosto, 155 und ein Güterzug. Und hier vorne stehen wir. Habe ich die Tür nicht aufgemacht? Ah, jetzt. Genau, mit diesem Bild bedanke ich mich fürs Zusehen und verabschiede mich zunächst. Teil 2 folgt dann zu irgendeinem Zeitpunkt, vermutlich nicht direkt, vielleicht aber auch schon. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Alles Gute, alles Liebe.